Sie gehört zu den prachtvollsten Boulevards der Welt. Die Wiener Ringstraße. Eine Orgie des Historismus. Manche halten die 5,3 Kilometer lange Prunkallee für ein monumentales Freiluftmuseum. Dabei ist der Ring viel mehr. Ein vitaler städtischer Erlebnisraum des 21. Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Wien, wie viele andere Metropolen Europas, einen dramatischen Umschwung. Die Bevölkerungszahl explodierte von 700.000 auf 2 Millionen. Geschäftstüchtige Bankiers und Fabrikanten häuften gewaltige Vermögen auf. In den Vorstädten kämpfte ein rechtloses Proletariat gegen Armut, Schmutz und verheerende hygienische Bedingungen. Zu dieser Zeit war Wien immer noch strukturiert wie eine mittelalterliche Stadt. Innerhalb der Stadtmauern lebten Zehntausende auf engstem Raum zusammen. Kaiser Franz Josef, der junge Monarch, und seine Berater gelangten zu einer folgenschweren Einsicht. Wien braucht einen Modernisierungsschub. Es war die sensationelle Nachricht am Weihnachtstag 1857, als die Zeitungen darüber berichtet haben, dass der Kaiser die Absicht hegt, die veralteten Basteien abreißen zu lassen und anstelle der Basteien die Ringstraße anzulegen. Ein Architektenwettbewerb wurde ausgeschrieben. Keine der 85 Einreichungen vermochte zu überzeugen. Nach längerem Hin und Her begann man 1861 mit dem Bau des ersten Monumentalgebäudes auf dem neuen Boulevard. Die KK-Hofoper, die heutige Staatsoper, entstand. Die Staatsoper ist sicher neben dem Pariser Opernhaus, das zur selben Zeit errichtet wurde, das bedeutendste Opernhaus der Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa. Der Baubeginn der Oper war erst der Anfang. Am 1. Mai 1865 eröffnete Kaiser Franz Josef in Anwesenheit seiner Gattin Elisabeth die neue Ringstraße. Obwohl kaum eines der Gebäude auf dem projektierten Prachtboulevard schon stand. Damit nahm eines der größten städtebaulichen Projekte des 19. Jahrhunderts seinen Anfang. Die historischen Festungsanlagen Wiens wurden abgerissen. Die alte, enge Innenstadt großzügig zu den Vorstädten hin geöffnet. Wien wird zur Weltstadt demoliert. Natürlich gehört die Ringstraße zu den großen europäischen Boulevards. Es ist einer dieser Orte, an dem sich das Bürgertum des 19. Jahrhunderts selbst feiert. Man denkt dabei an Paris ursprünglich, aber in Wien passierte natürlich genau das Gleiche. Eine alte Architektur wird durch eine neue ersetzt, die Mauer wird geschliffen, das heißt, Eine Umzäunung, eine Mauer wird ersetzt durch einen Boulevard, auf dem die Menschen flanieren. Das Bürgertum hat jetzt auch symbolisch wirklich die Macht ergriffen. Ursprünglich war die Ringstraße nicht in erster Linie als mondäne Flaniermeile angelegt. Die Militärs hatten einiges mitzureden bei der Planung. Und aus militärischer Sicht hatte der Bau der Ringstraße hauptsächlich einen Grund. Eine bürgerliche und erst recht eine proletarische Revolution sollten, auch durch mächtige Kasernenbauten, unmöglich gemacht werden. Die Ringstraße hat natürlich wie alle Architektur immer auch politische Konnotationen gehabt. Die Mauern wurden ja nicht geschliffen, weil der Kaiser den Bürgern ein Geschenk machen wollte, sondern weil er gemerkt hat, während der Revolution 1848, das kann auch eine Falle werden.
Die Revolution von 1848, das große Trauma der Habsburger. Für einige Wochen hatten Wiens Arbeiter und Bürger die Macht in der Stadt übernommen und den Kaiser und seine Entourage aus Wien verjagt. Für Franz Josef war klar, so etwas durfte nie wieder geschehen. Die Angst vor einer blutigen Revolution war groß. Deshalb legt man diese Straße an, als fast 57 Meter breite Straße, damit ich einerseits den Barrikadenbau erschwere, andererseits aber leichter Truppen verschieben kann. Die habsburgischen Eliten hatten eine Mordsangst im Wortsinn vor dem revolutionären Potenzial der Vorstädte. Diese Angst bestimmte auch die Anlage der Ringstraße. Der Ring ist gar nicht rund, sondern es ist ein Polygonzug mit geraden Schussstrecken. Daran sieht man auch schon den eigentlichen Zweck, die eigentliche Motivation war, im Falle einer Revolution in die Menge schießen zu können. Das Volk in Schach zu halten. Darum ging es in den 1860er Jahren auch beim Bau der mächtigen Rossauer Kaserne am nordöstlichen Ende der Ringstraße. Die Angst der Reichen vor den unteren Volksklassen. Auch das gehört zum Geist der Ringstraßenzeit. '66 prallten in der Nähe der böhmischen Stadt Königgrätz die österreichische und die preußische Armee aufeinander. Die Schlacht endete mit einer desaströsen Niederlage der Österreicher und einem dramatischen Machtverlust des Habsburgerreichs. Das hatte Auswirkungen auch auf den Städtebau in Wien. Das Militär hatte durch die Niederlage von Königgrätz beträchtlich an Einfluss verloren. 1867 wurde im österreichischen Reichsteil der Habsburger Monarchie eine liberale Verfassung verabschiedet. Das Bürgertum gewann an Macht, auch auf der Ringstraße. Ich glaube, die Epoche, in der die Ringstraße entstanden ist, ist eine Epoche des enormen Optimismus. Das Bürgertum hat jetzt wirklich seinen Aufschwung, besonders im Habsburgerreich nach Solferino und Königgrätz, wird hier ein liberaleres Klima durchgesetzt, es kommt eine neue Verfassung und es kommt natürlich die Architektur der Ringstraße, die ja tatsächlich ganz bürgerliche Akzente setzt, die nicht versucht, den Adel zu imitieren, sondern wirklich auch an die große Geschichte des europäischen Bürgertums zu erinnern. Im Wesentlichen war es auch die liberale Bourgeoisie, die in der Stahlindustrie oder durch Bankgeschäfte zu Geld gekommen, den Bau der Ringstraße finanziert hat. Auf der Ringstraße hat sich eben vor allem das Großbürgertum niedergelassen und da eine ganz spezielle Bevölkerungsgruppe, nämlich die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner Wiens, die ja erst ab 1860 die Erlaubnis hatten, Grundbesitz zu erwerben. Deshalb gab es hier einen relativ hohen Anteil an jüdischen Hausbesitzern und Bewohnern. Die Aristokratie hat sich von der Ringstraße ferngehalten, vor allem deshalb, weil man ja schon in der inneren Stadt über entsprechende Wohngebäude, Palais verfügt hat. Auf der Ringstraße hat sich das Bourgeoise Wien der Gründerzeit ein triumphalistisches Denkmal gesetzt. 2,4 Millionen Quadratmeter wurden mit Gebäuden verbaut. 1,5 Millionen Quadratmeter hat man für Straßen, Plätze, Parkanlagen reserviert. In gewisser Weise kann man die Wiener Ringstraße als Gesamtkunstwerk sehen. Eingerahmt von einem ganz spezifischen historistischen Architekturkonzept verbindet dieses Ringstraßenkonzept unterschiedlichste Lebensbereiche. Politik, Wirtschaft,
aber eben auch unterschiedliche Kunstformen. Man denke etwa an das Theater, man denke an die Musik, man denke an die Malerei, Bildhauerei und vieles mehr. Kunsthistorisch ist die Ringstraße eines der herausragenden Beispiele für die Architektur des Historismus. Während an vielen Orten Europas Fabriken, Bahnhöfe, mächtige Stahlwerke und Erzhütten aus dem Boden schossen, wurden am Wiener Ring althergebrachte Baustile wiederbelebt. Gotik, Renaissance, Barock, aber auch die Architektur der griechisch-römischen Antike. Auf den ersten Blick ein anachronistischer Baustil. Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert brisanter Gegensätze. Eine Epoche tiefgreifender Umstürze. Der Historismus, der die Zeit vor allem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja so entscheidend prägt, scheint zu diesem Aspekt der Fortschrittlichkeit eigentlich nicht zu passen. Immer wieder kann man die Behauptung hören, der Historismus sei ein zweitklassiger Baustil, der repräsentative Stil einer Epoche, die selbst keine originellen Gestaltungsideen hervorgebracht hat. Ich glaube, der Historismus ist schon von daher sehr interessant, dass sich hier sozusagen ein Mentalitätswandel zeigt. Irgendwo geht ästhetisch das Vertrauen in die eigene Zeit verloren. Man muss sich von der Größe einer anderen Zeit speisen. Die Ringstraßenbauten sind nach außen in den historischen Formen errichtet. Im Inneren gab es aber technische Innovationen wie Eisenkonstruktionen, Stahlträger, Stahlbeton, dann zum Teil eben auch Wasserklosetts, fließendes Wasser eben vor allem und schließlich auch Aufzüge. Mit der Zentrale der österreichischen Postsparkasse hat Otto Wagner eines der wenigen dezidiert modernen Gebäude auf der Ringstraße entworfen. Die Stahlbetonbauweise galt bei Baubeginn 1904 als revolutionär. Mit der Postsparkasse schuf Otto Wagner einen modernen Monumentalbau nach den Prinzipien der funktionalen Architektur. Bis heute streiten Fachleute darüber, ob man das Hauptgebäude der PSK dem Jugendstil zurechnen darf. Auf jeden Fall, auf der Ringstraße hat der Jugendstil nicht wirklich eine Heimstatt gefunden. Ursprünglich war der Staat durchaus offen für den Jugendstil, weil es eine neue Strömung war, ein neuer Baustil, der noch nicht durch eine politische Gruppe besetzt war. Und man sucht ja verzweifelt nach einem vereinheitlichenden Stil für diesen Vielvölkerstaat, der ja die österreichisch-ungarische Monarchie gewesen ist. Aber es zeigt sich doch sehr bald, dass das liberale Bürgertum seine Häuser im Jugendstil bauen lässt. Und damit ist das kein Stil für die Gesamtmonarchie, für das Kaiserhaus. Der Kaiser baut ja nach wie vor seine Gebäude im Neobarock. Und es durfte auf der Ringstraße kein Gebäude im modernen Jugendstil errichtet werden. Die Gebäude, die wir finden, das ist ja eigentlich die Postsparkasse Otto Wagners auf dem Stubenring. Und das zweite Gebäude, das eigentlich auf die Ringstraße kommen hätte sollen, wäre die Sezession gewesen. Das Sezessionsgebäude allerdings erschien den habsburgischen Eliten als Ausgeburt eines extremen Modernismus. Und deshalb steht dieses Wiener Wahrzeichen heute 300 Meter abseits der Ringstraße, am äußersten Rand des Karlsplatzes. Objekte hat man bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs auf der Ringstraße errichtet, darunter zahlreiche Repräsentationsbauten, die das Erscheinungsbild der österreichischen Hauptstadt bis heute bestimmen. Die Oper ist das erste monumentale Gebäude, das im Ringstraßenbereich zu bauen begonnen wurde.
Die Oper war dem Herrscher ein ganz, ganz großes Anliegen und man entscheidet sich für diese prominente Stelle, wo die Kärntner Straße in die neue Ringstraße mündet. Man hat sich auch den Stadtgraben zunutze gemacht. Es sitzt beispielsweise das Opernorchester heute noch im alten Stadtgraben. Man hat ihn hier nicht zugeschüttet. Man entscheidet sich für die Superstars dieser frühen Ringstraßenzeit. Das sind Van der Nühl und Siegertsburg, die den Auftrag zum Bau eines Opernhauses bekommen. Und ganz im Stile der Zeit bauen sie ein Gebäude im Stile des romantischen Historismus. Das heißt, es gefällt einem Stile zu mischen. Heute tummeln sich im Foyer der Wiener Staatsoper die Reichen und Schönen, nicht nur während des Opernballs. Von diesen Herrschaften wissen wohl nur die wenigsten um den Skandal, den die KK-Hofoper zur Zeit ihrer Eröffnung 1869 auslöste. Die neue Oper an der Ringstraße ist bei den Wienerinnen und Wienern durchgefallen. Sie haben gesprochen von einer versunkenen Kiste, von einem Königgrätz der Architektur. Die Legende behauptet, dass Architekt Eduard van der Nühl aufgrund der scharfen Kritik an seinem Bau deshalb auch freiwillig aus dem Leben geschieden sein soll. Wenige Wochen später ist dann auch sein Freund August Sickert von Sickertsburg gestorben. Heute ist die Wiener Staatsoper eines der Wahrzeichen der österreichischen Hauptstadt. Einer der weltweit bedeutendsten Tempel der bildenden Kunst erhebt sich nur wenige hundert Meter von der Oper entfernt. Das Kunsthistorische Museum. Der Prachtbau wurde 1891 von Kaiser Franz Joseph persönlich eröffnet. Die Kunstschätze, die in den hehren Hallen an der Ringstraße versammelt sind, in Geld ist ihr Wert gar nicht zu ermessen. Das Kunsthistorische Museum ist in all seinen Sammlungen und Standorten für rund 1,5 Millionen Objekte, Kunstwerke allerersten Ranges verantwortlich. Besucherinnen und Besucher strömen Jahr für Jahr ins Kunsthistorische Museum, um sich an den Bildern Peter Bruegels des Älteren und anderer Meister zu erfreuen. Deutschen Museums gehen zurück auf die jahrhundertelange Sammeltätigkeit und auch Sammelleidenschaft der Habsburger. Die Objekte sind hier im Haupthaus ausgestellt und auch an verschiedenen anderen Standorten in der Stadt. Aber hier hat man eben die weltberühmte Gemäldesammlung, die Antikensammlung, die Kunstkammer, die ägyptisch-orientalische Sammlung und das Münzkabinett. Direkt vis-à-vis des Kunsthistorischen Museums erhebt sich sein Schwesterngebäude, das Naturhistorische. Hier sind die Wunder der Natur dokumentiert, von der Prähistorie bis heute.
eines der kostbarsten Exponate des Hauses, die altsteinzeitliche Figur der Venus von Willendorf, 27.000 Jahre alt. Im Naturhistorischen Museum kann man aber auch Edelsteine von unermesslichem Wert besichtigen und eine der weltweit bedeutendsten Meteoritensammlungen mit 7.000 inventarisierten Meteoriten. Das Naturhistorische Museum ist eines der größten Naturkundemuseen der Welt, sowohl was die Sammlung betrifft, wie auch was die momentane Forschung betrifft. Unser Museum geht ja auf eine Geschichte von mehr als 250 Jahren zurück und daher sind unsere Sammlungen in Vielfalt und auch in der Tiefe sehr, sehr reichhaltig und können also locker, ich würde sagen, unter den Top 10 derartigen Museen der Welt gereiht werden. Das Naturhistorische Museum ist mehr als eine bloße Schausammlung. Was das Publikum nicht sehen kann, in den Laboratorien und Präparationswerkstätten des Hauses wird auch ambitionierte Forschung betrieben. Mithilfe dieser Elektronenstrahlmikrosonde beispielsweise können die unterschiedlichsten Gegenstände auf ihre chemische Zusammensetzung hin untersucht werden. Tonscherben, Meteoriten oder Edelsteine. Das österreichische Parlament, 1883 als Reichsratsgebäude der Habsburger Monarchie in Betrieb genommen, ist eines der Hauptwerke des dänischen Stararchitekten Theophil Hansen. Bis heute gilt der Monumentalbau an der Ringstraße als Musterbeispiel neoklassizistischer Architektur. Der Däne Theophil Hansen hat eine Zeit seines Lebens in Griechenland verbracht, hat dort die antike Baukunst sehr genau studiert. Er kommt ursprünglich nicht zum Zug bei den großen Gebäuden, baut aber dann den Musikverein für sehr wenig Geld, für ein Ehrenhonorar von 1000 Gulden nur, baut die Börse und die Akademie der Bildenden Künste. Aber sein Hauptprojekt und das ihm wichtigste Gebäude war das Parlament. Und er ist auch der Einzige, der sich verbeten hat, dass es Bäume gibt vor seinem Gebäude. Aber ich glaube, er hat recht daran getan, weil man die anderen Ringstraßengebäude eigentlich heute nicht mehr sehr gut von der Ringstraße aus betrachten kann. Theophil Hansen ließ sich von der Akropolis und anderen Prachtbauten der Antike inspirieren, wobei der ehrgeizige Däne die alten Griechen noch übertrumpfen wollte. Das Parlament ist in gewisser Weise sicherlich weitaus prachtvoller als die antiken Vorbilder, weil man gerade im 19. Jahrhundert größten Wert auf die Verwendung von kostbarsten Materialien gelegt hat. Und in dieser Hinsicht ist das Parlament sicher ein Bau, der von kaum einem anderen übertroffen wird. Heute erstrahlt der Politiktempel am Ring in blendendem Weiß. Dabei war Theophil Hansen fest davon überzeugt, dass die klassischen Bauten der Antike farbig gewesen waren. Hansen hat dieses Parlamentsgebäude durchaus farbig sich vorstellen können, sogar mit Gold versetzt. Ja, er hat sogar eine Terrakotta-Farbe hineinbringen wollen. An einem kleinen Stück des Parlaments hat Theophil Hansen vorgeführt, wie das ausgesehen hätte. In größerem Stil konnte er diese Idee auch aus finanziellen Gründen nicht verwirklichen. Die Ringstraße sollte allerdings nicht nur mit Prachtbauten imponieren, sie sollte auch Oasen der Ruhe bieten. Bis heute stehen der Stadtpark, aber auch der Burg- und der Volksgarten, ehemals kaiserliche Parkanlagen, Entspannungssuchenden zur Verfügung. Unweit des Burgtheaters, im Zentrum des Volksgartens, erhebt sich der Theseus-Tempel.
ein klassizistischer Bau des Canova-Schülers Peter von Nobile. Das markante Wahrzeichen einer bukolischen Parkanlage. Ein paar Schritte entfernt, ein marmornes Monument für Österreichs Nationaldichter. In diesem Haus, dem weltberühmten Burgtheater, wurden Franz Grillparzer Stücke immer und immer wieder inszeniert. Zum Beispiel 1888. Damals eröffnete das größte Theater des deutschen Sprachraums seinen Spielbetrieb, natürlich mit einer Grillparzer-Tragödie. Die Burg, ein europäischer Theatermythos mit verschwenderischer Innenausstattung. Gottfried Semper, ein überzeugter Revolutionär von 1848, war einer der Architekten. Semper klotzte einen Bühnenspieltempel in opulentem Neobarock auf die Ringstraße. Eine Bühne nicht nur für große Schauspieler, sondern auch für die vornehme Gesellschaft des Habsburger Reiches, die in den Pausenfoyers sah und gesehen wurde. Vis-à-vis des Burgtheaters reckt sich der mächtige Turm des Rathauses 103 Meter in den Wiener Himmel. Architekt Friedrich Schmidt, hochangesehener Dombaumeister zu St. Stephan, entwarf einen Monumentalbau im Stil der Neogotik. Das Wiener Rathaus ist flandrischen Vorbildern nachempfunden, insbesondere dem Rathaus von Brüssel. Dass Architekt Friedrich Schmidt sich für die Gotik als Referenzstil entschied, ist ein Hinweis auf die Blütezeit des europäischen Bürgertums im Spätmittelalter. Damals entwickelte sich in Städten wie Brüssel, Nürnberg, Mailand oder Gent erstmals so etwas wie bürgerliches Selbstbewusstsein. Und daran soll das Wiener Rathaus, eines der größten der Welt, bis heute erinnern. 1575 Räume beherbergt die Verwaltungsburg an der Ringstraße. Von hier aus wird das kommunale Geschehen in einer Metropole von demnächst wieder 2 Millionen Einwohnern verwaltet. In der kalten Jahreszeit ermöglicht der Platz vor dem Rathaus den Wienerinnen und Wienern auch in der Großstadt schwungvolles Wintersportvergnügen. Wenige Meter vom Burgtheater entfernt befindet sich eines der Wiener Traditionscafés. Das Café Landmann, vom Namensgeber Franz Landmann 1873 eröffnet, zog von Anfang an prominente Gäste an. Gustav Mahler und der Schockkünstler Oskar Kokoschka machten es sich auf den Plüschbänken des Cafés ebenso bequem wie Sigmund Freud, der Stammgast im Landmann war. Bis heute ist das berühmte Ringstraßencafé ein Refugium der Ruhe und des gepflegten Gesprächs. Die lokulischen Genüsse dürfen in einem Wiener Traditionscafé natürlich nicht zu kurz kommen, wie ein Blick in die Torten- und Strudelvitrine zeigt. Es gibt bei uns die berühmte Apfelstrudeljause in Kombination mit einer Melange. Und einen Tupfen Schlagobers wird sehr gerne angenommen. So, bitte den Apfelstrudel wie immer. Auf dem Gelände eines früheren Militärparadeplatzes entstand in den 1870er und 80er Jahren das neue Hauptgebäude der Wiener Universität. Architekt Heinrich Ferstl setzte, wie viele Ringstraßenbaumeister, auf eine effektvolle Stilmischkulanz.
Architektonisch ist das Hauptgebäude der Universität der italienischen Renaissance verpflichtet und verweist damit auf die große Zeit der Universitäten im Humanismus im 15. und 16. Jahrhundert. In der Gestaltung, in der Gliederung orientiert sich's an großen Klöstern der Barockzeit und Residenzanlagen. Eine Mischung aus Renaissance und Barock, das gefiel auch dem Kaiser, der die Universität 1884 in einer feierlichen Zeremonie eröffnete. Tausende Studenten übersiedelten aus der alten Universität in der Innenstadt an die neue, mondäne Ringstraße. Dabei hätte die neue Uni ursprünglich ganz woanders stehen sollen. Die Universität wird als revolutionärer Hort gesehen. Daher wollte man gerade die Universität, den Universitätsneubau, nicht einbeziehen in diese Selbstrepräsentation der Donaumonarchie hier an der Ringstraße. Man hat Alternativen überlegt. Man wollte die Universität etwas aus dem Zentrum hinausrücken. Hinter der Votivkirche wurde etwa geplant, einen Campus zu errichten. Schließlich hat sich aber das Rathaus der Bürgermeister durchgesetzt und man hat unter diesen Voraussetzungen dann an Heinrich von Ferstl den Auftrag gegeben, das Universitätsgebäude hier in den 1880er Jahren zu errichten. Eine gute Entscheidung. Die sogenannte Hauptuni am Ring dient tausenden Studierenden auch heute als Ort des Lernens und des Wissenserwerbs. Der Heldenplatz im Herzen Wiens. Einer der zentralen Orte an der Ringstraße. Ursprünglich wollten die habsburgischen Eliten hier ein sogenanntes Kaiserforum errichten. Einen Monumentalplatz nach cäsarischem, aber auch päpstlich-römischem Vorbild. Dazu kam es nicht. Sehr wohl realisiert wurde die neue Hofburg auf dem Heldenplatz, ursprünglich als eines von mehreren Elementen des Kaiserforums geplant. Die Architektur der römischen Kaiserzeit ist ein großes Vorbild für den Kaiser Franz Josef. Es sind beispielsweise auch alle Inschriften in lateinischer Sprache, auch schon vor ihm, geht auf dieses römische Kaisertum zurück. Aber gerade im Bereich des Heldenplatzes ist es ganz spannend, dass der Heldenplatz genauso groß ist wie das Trajansforum in Rom. Und Trajan war der größte Eroberer Kaiser der Römer. Also man stellt sich ganz bewusst in diese Tradition. Und wenn man sich die neue Burg anschaut mit dem platzbeherrschenden Balkon, und sich die Erdgeschossfenster genauer ansieht, dann wird man sehen, dass da das größte Gebäude, das die Römer hinterlassen haben, nämlich das Kolosseum, zitiert wird. Machtpolitisch waren das leere Gesten. Zur Entstehungszeit der Ringstraße stand das Reich Kaiser Franz Josefs längst auf morschen Fundamenten. Bezüge zur römischen Kaiserzeit konnten da nur noch symbolisch sein. Mehr nicht. Wie immer es um die reale Macht des Kaisers stand, das Leben in Wien pulsierte weiter, auch auf der Ringstraße. Der neue Boulevard war nicht nur ein Korso monumentaler Staatsbauten, sondern auch eine gefragte Wohngegend. Wer es sich leisten konnte, baute sich ein Palais oder mietete sich zumindest in einem ein. Die Ringstraße wurde gebaut, um die Wohnungsnot der besitzenden Klassen zu lindern und war kein Projekt des sozialen Wohnbaus. Das Großbürgertum hat zuvor im ersten Bezirk in der inneren Stadt unter sehr beengten Verhältnissen gewohnt und konnte dann an der Ringstraße weitaus großzügigere Wohnungen und Häuser beziehen. Was man zeigen möchte, ist eine gewisse Großartigkeit. Letztendlich will jedes Haus ein kleiner Adelspalast sein und will also den Geschmack des Adels nachmachen. Das hört eigentlich erst auf mit den wohlhabenden, assimilierten Juden in Wien, die halt der großen Vergangenheit nicht mehr nachstreben, denn diese Vergangenheit war für sie Pogrome und Demütigung. Die wollen auch ästhetisch ihre eigene Zeit wahrnehmen und sind deswegen die großen Förderer der Wiener Moderne, der Wiener Werkstätten etc. Gustav Ritter von Eppstein war einer dieser assimilierten Juden, die das Wien der Gründerzeit maßgeblich geprägt haben. Ende der 1860er Jahre ließ sich der kunstsinnige Bankier am damals teuersten Baugrund Wiens ein prächtiges Palais bauen. Das Palais Eppstein direkt neben dem Parlament.
Als Architekten verpflichtete er niemand Geringeren als Theophil Hansen. Ausführender Baumeister des Palais Epstein wird einer von Hansens begabtesten Schülern, Otto Wagner. Wie so viele Ringstraßenbauten verwöhnte auch das Epstein seine Bewohner mit modernster Technik. Im Erdgeschoss richtete der Hausherr die Bankräume ein. In der darüberliegenden Belletage lagen die Wohnräume der Familie. Architekt Hansen hatte moderne Belüftungsanlagen einbauen lassen, um stetige Frischluftzufuhr in den Räumen zu gewährleisten. Eine verspiegelte Schiebetür nimmt 1871 schon die Architektur des 20. Jahrhunderts vorweg. Im Erdgeschoss haben Epsteins Ingenieure Vorsorge für eine neue Revolution wie Anno 48 getroffen. Schiebeelemente aus massiven Stahlplatten konnten die Fenster des Palais innerhalb kürzester Zeit abdichten, auf dass die revolutionären Massen, wenn sie sich denn erheben sollten, nicht ins Innere des Hauses eindringen konnten. Die Angst vor den Armen war allgegenwärtig zur Zeit der Ringstraßenbarone. Und sie war auch berechtigt, diese Angst. Denn in den unteren Volksschichten brodelte es. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Zwischenfällen. Klassenkämpfe, auch in Wien. Die Bedingungen, unter denen Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allem aus Böhmen und Mähren, für den Bau der Ringstraße schuften mussten, waren katastrophal. Auch die Ziegelarbeiter am südlichen Stadtrand Wiens, am sogenannten Wienerberg, verdienten ihr Brot in äußerstem Elend. Einer ihrer Peiniger, der Ziegelfabrikant Heinrich Drasche. Obwohl der Ziegelbaron auch Sozialeinrichtungen für seine Arbeiter schuf, war er doch umstritten. So zahlte Drasche seinen Arbeitern einen Teil des Lohns in Metallgeld, das nur in fabrikseigenen Geschäften und Wirtshäusern verwendet werden konnte. Heinrich Drasche hat als der große Ausbeuter der Arbeiterschaft gegolten. Das führt dann auch dazu, dass Viktor Adler, der dieses Elend als Arzt gesehen hat, diese Ziegelarbeiter, dass das Viktor Adler veranlasst hat, gerade auf dem Wienerberg die Sozialdemokratische Partei eigentlich ins Leben zu rufen und erste Arbeiterschutzmaßnahmen einzuführen. Und so ist auch die Geburtsstunde der demokratischen Arbeiterbewegung in Österreich eng mit der Geschichte der Ringstraße verbunden. Ein halbes Jahrhundert Bautätigkeit an den ehemaligen Basteien Wiens hat einen weltweit einzigartigen Boulevard geschaffen. An keiner Straße der Welt finden sich so viele Kunstschätze auf so vergleichsweise engem Raum versammelt wie auf dem Wiener Ring. Die Ringstraße ist in jeder Hinsicht ebenbürtig mit den großen Boulevards von Paris. Sie kommt auch aus einer ähnlichen Zeit. Gleichzeitig aber spiegelt sich auch das Wesen und die Geschichte von Wien besonders in dieser Straße wider. Die Ringstraße, behaupten böse Zungen, ist auch eine große städteplanerische Show. Ein Disneyland der Architektur, dessen prachtvolle Kulissen über die machtpolitische Schwäche des Habsburgerreiches hinwegtäuschen sollten. Eine bombastische Inszenierung, schön anzuschauen, aber in gewisser Weise eben Bluff. Am 21. November 1916 stirbt der greise Kaiser Franz Josef. Mit seinem Tod, mitten im Ersten Weltkrieg, geht eine Epoche zu Ende. Der Trauerzug für den verewigten Monarchen führt natürlich über die Ringstraße. Auch im 20. Jahrhundert wird der Ring immer wieder zum Schauplatz politischer Inszenierungen. Im August 1919 demonstrieren sozialistische Arbeiter und republikanische Volkswehrsoldaten gegen eine habsburgische Restauration und für die Erhaltung der Parlamentarischen Republik.
Auch das katholisch-konservative Österreich nutzte die Ringstraße immer wieder für bombastische Inszenierungen, etwa 1932 beim Staatsbegräbnis für den christlich-sozialen Bundeskanzler Ignaz Seipel. Schon die Tatsache allein, dass Dr. Seipel fünfmal österreichischer Bundeskanzler war, würde es verständlich machen und rechtfertigen, dass das gesamte Österreich in tiefer Dankbarkeit an seiner Bahre trauert. Hunderttausende grüßen den Sarg Dr. Seipels am Wege zur letzten Ruhestätte, wo die Beisetzung in einem Ehrengrabe erfolgt. Wenige Monate nach dem Begräbnis Ignaz Seipels trägt der christlich-soziale Bundeskanzler Dollfuß auch die Demokratie in Österreich zu Grabe. Einer der zentralen Schauplätze, das Parlament. Dollfuß nützt eine Geschäftsordnungspanne, um den Nationalrat zu schließen und die Abgeordneten unter Androhung von Waffengewalt am Betreten des Hohen Hauses zu hindern. Die verhasste Sozialdemokratie wird in die Illegalität gedrängt. Das Experiment einer österreichischen Diktatur mit faschistisch-klerikalen Zügen beginnt. Einige Jahre kann sich das autoritäre Regime halten, dann wird es von den nationalsozialistischen Invasoren aus Deutschland hinweggefegt. Im März 1938 rollt Adolf Hitler, Architekturliebhaber, gescheiterter Kunststudent und Bewunderer der großen Ringstraßenbauten, unter dem Jubel der Bevölkerung über den Ring zum Hotel Imperial. Die NS-Wochenschau zeigt begeisterte Massen. Die Menschen, es waren Hunderttausende, die an diesem Tag weinend zu Hause saßen und um ihr Leben fürchteten, diese Menschen zeigt die Wochenschau nicht. Am 15. März 1938 tritt der gebürtige Österreicher Adolf Hitler auf dem Wiener Heldenplatz vor die Massen. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein. Was als politische Massenextase begann, endete in Tod und Zerstörung. 40.000 Menschen starben allein im Frühjahr 1945 bei der Schlacht um Wien. Die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs haben viele Ringstraßenbauten in Schutt und Trümmer gelegt. Die Schäden an der Ringstraße durch Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs waren furchtbar. Ich erinnere nur, die Universität war betroffen, das Burgtheater war von Bomben zerstört, der Zuschauerraum komplett ausgebrannt. Das Kunsthistorische Museum hatte einen sehr schweren Bombenschaden, und zwar im Bereich Ecke Babenberger Straße, Landesgerichtsstraße. Die Oper war bekanntlich vollkommen ausgebrannt. Der Schwarzenbergplatz war zur Hälfte zerstört. Noch in den 80er Jahren waren hier große Baulücken, die von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs kundgeben. Schon in den ersten Nachkriegstagen machen sich die Wienerinnen und Wiener an den Wiederaufbau. Im Palais Epstein, neben dem Parlament, richten die sowjetischen Befreier ihre Kommandantur ein. Zugleich werden Burgtheater und Staatsoper aufwendig instand gesetzt und restauriert. Im November 1955 wird die Staatsoper feierlich wiedereröffnet. Die Ringstraße beginnt langsam wieder in altem Glanz zu erstrahlen.
Und heute? Jahr für Jahr kommen etwa 6 Millionen Touristen nach Wien. Auch der Ringstraße wegen. Dabei ist der geschichtsträchtige Straßenzug mehr als eine prachtvolle Museumsmeile. Der Ring ist auch ein vitaler städtischer Lebensraum, in dem sich Wien als leichtblütige Amüsierkapitale im Geist des 21. Jahrhunderts präsentiert. Ob bei der Regenbogenparade, beim Vienna City Marathon, bei der alljährlichen Eröffnung der Wiener Festwochen oder beim Liveball vor dem Rathaus, einem glamourösen Charity-Event, der weltweit Beachtung findet. Der Ring lebt. Und manchmal bebt er auch. Jahrhunderte hat sie schon auf dem Buckel, die Wiener Ringstraße. Ein Boulevard mit Charakter, ein Boulevard mit Geschichte und voller Geschichten.